Hey du, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge My Horse Stories. Und ihr seht es schon, das Weihnachtsupdate ist da. Ich nehme jetzt extra am Sonntag auf, habe nicht weiter im Voraus aufgenommen. Wir haben jetzt einen Daily Login Bonus quasi, 24 Tage lang, 24 Türchen lang. Denn wir haben einen Adventskalender bekommen und wir haben hier 6 Special Gifts. Ich bin gespannt, was sich dahinter verbirgt. So. Und was haben wir hier? Ah, Farm Decoration. Okay. Ach, guck. Gut, der steht jetzt direkt da. Ich habe gerade schon kurz überlegt, okay, ich kann meine Farm dekorieren. Nice to know. Aber okay, er fällt einfach so vom Himmel. Dabei haben wir noch nicht mal Knut. Super, super süß sieht das hier aus. Ach, guck mal, wie überall Schnee liegt. Okay, das sieht ein bisschen lustig aus, dass auf den Laubbäumen Schnee liegt, weil das ist eigentlich eher selten der Fall. Aber wie schön das aussieht. Oh, ich kann noch Wasser einsammeln. Oh, das ist voll toll. Hi, Shadow. Das ist mega toll. Und ich überlege übrigens, ich gucke gleich mal, können wir eigentlich, hatte ich das jetzt schon gebaut? Nein, hatte ich noch nicht. Aber guck mal, ich habe genügend Material. Dann bauen wir das jetzt mal. Oh, das dauert aber eine Dreiviertelstunde. Okay, dann kriege ich das heute nicht mehr. Kann ich euch das heute nicht mehr zeigen. Beziehungsweise kann mir das nicht mehr mit euch angucken. Ich habe es ja selber noch nicht gesehen. Ja, dann müssen wir uns das eben in der nächsten Folge angucken. Wir gucken jetzt erstmal ganz kurz, was der Truck hier mitgebracht hat. 40 Münzen hat er mitgebracht. Einmal Holz hat er mitgebracht und einmal Steine hat er mitgebracht. Gut. Den Picknicktisch, den habe ich schon gebaut. Problem ist daran, wir brauchen hier Möhrchen, damit ich das Essen für sie machen kann. Und wir haben keine Möhrchen. Das heißt, ich kann momentan meinen Charakter nicht trainieren. Schrieb jetzt auch schon jemand in den Kommentaren, dass jetzt gerade so Level 6, 7 von den Aufgaben her so ein bisschen blöd zu überbrücken ist. Aber das kriegen wir schon hin. So, und ich habe nämlich das Gewächshaus schon mal aufgelevelt im Off. Ich habe ein bisschen weiter gefarmt im Off, wie gesagt. Und ihr seht es ja, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen mehr Gems und ein bisschen mehr Münzen. Warte mal, ich kann noch bewässern, aber ich weiß nicht, wie viel Wasser ich habe. Oh, guck, reicht für alle. Gut, und jetzt können wir hier auch Gras und Möhrchen anbauen. Ich würde jetzt einfach mal eine Reihe Gras anbauen. Oder hier unten vielleicht noch. Und wir machen mal 4 Felder Möhrchen. Für uns. Und das Gras ist ja ziemlich sicher fürs Pferd. Bin ich mir sehr sicher, dass wir da jetzt irgendwie ein anderes Futter mitmachen können. Na, Shadow. Was haben wir hier gerade drin? Das ist relativ voll. Würde ich jetzt aber gerade nichts von verkaufen wollen. Das brauche ich bestimmt mal noch. Ich bin übrigens am überlegen, ob wir uns mal noch ein anderes Pferd holen. Wind oder Summer könnten wir uns vielleicht mal noch holen. Buttercup werde ich mir definitiv auch mal noch irgendwann holen, aber noch nicht jetzt. So, aber ich glaube, das machen wir noch nicht in dieser Folge. Vielleicht in der nächsten Folge dann, muss ich mal schauen. Also hier das Auto. Können wir schon wieder losschicken. Dauert momentan noch eine Stunde. Das wird irgendwann immer länger dauern, bis das Auto wiederkommt, habe ich schon gelesen in den Kommentaren. Ja, unsere aktuelle Aufgabe ist ja, das Reiten zu üben. Das hat ja leider nicht gezählt bei mir beim ersten Mal. Und das können wir jetzt gerade noch nicht machen, weil ich eben keine Energie habe. Dafür müsste ich erstmal was essen. Wie lange dauert das denn, bis die Möhrchen fertig sind? Das dauert noch 2 Minuten 45. Ja, dann lass uns doch erstmal nochmal Turniere reiten. Lass uns doch erstmal Turniere reiten. Haben wir noch nicht gemacht. So, was haben wir hier? Das ist unser Adventskalender. Alles klar hier. So. Finde ich ja total schön auch, dass sie direkt so ein Weihnachtsevent mit rein programmiert haben, wo das Spiel jetzt gerade noch so ganz, ganz frisch ist. Das hier können wir jetzt reiten. Utah Free Rein. Das haben wir noch gar nicht gemacht, von daher... Oh, guck, da sind die ersten höheren Steilsprünge. Na, zweifachen auch noch direkt. Oha. Oha. Und diese Stiefel. Die sehen so schlimm aus. Das ist so, so, so schlimm. Na gut, ne? Wer zu dumm ist zu klicken, der hat es nicht anders verdient. Ist ärgerlich, dass ich dafür so viele Gems rausgehauen habe. Naja, ne? Dumm gelaufen. Kann das sein, dass die Galoppbewegung irgendwie schneller ist? Oh, das war knapp.
Jetzt kommen die... Oh, einmal zu weit weg und einmal zu dicht. Und diesmal der Wassergraben vorgelagert. Wir kommen mit 3 Ausdauer ins Ziel. Oha, das ist ja nicht das meiste. 645 Punkte mit unseren Klamotten. Es hat für den ersten gereicht? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht waren die roten Stiefel gar nicht so schlecht. Also schon, weil sie sind halt mega hässlich. Aber von den Werten her sind sie gut. So, Holz haben wir bekommen und Nägel haben wir bekommen. Gut, die Dinger, die kann man übrigens auch ziemlich gut verkaufen, habe ich schon mal zwischendrin gesehen. Da hatte ich nämlich so extrem viel von, dass ich da schon mal ein bisschen was verkauft habe. So, ich muss hier mal eben umdisponieren. Ihr seht das jetzt hier nicht. Ich habe nämlich gestern vergessen, meine Maus anzustöpseln, beziehungsweise auf die Ladestation zu legen. Deswegen ist sie jetzt leer. Deswegen musste ich jetzt das Kabel aus der Ladestation nehmen und an der Maus anschließen. Das können wir nicht machen. Dafür müssten wir erstmal den Trainingsring ausbauen. Warte mal, können wir doch schon mal in Auftrag geben, eigentlich den auszubauen. Trainingsring, Level 1. Guck mal, können wir uns leisten. Kostet 100 Gold und ein Holz. Das dauert sogar nur 10 Minuten. Wird jetzt auch nicht mehr diese Folge fertig. Aber immerhin, dann können wir unsere Pferde weiter trainieren, dass sie besser werden. Und dann können wir auch beim nächsten Turnier teilnehmen. Haben wir noch irgendeins, wo wir schlecht gewesen sind? Nö, tatsächlich mittlerweile überall Gold. Ja, dann können wir das hier doch eigentlich nochmal zweimal reiten. Dann ist unsere Energie futsch. Aber wir können vielleicht nochmal so ein bisschen was, nochmal ein bisschen Geld erreiten. Und vielleicht reicht es ja sogar schon für Level 7. Aber ich glaube, das reicht noch nicht. Ich glaube, das reicht noch nicht so ganz. Aber mit wie viel? Mit 3 Energie bin ich beim letzten Mal ins Ziel gekommen, oder? Viel zu früh abgesprungen. Oha. Oha. Auf der Ziellinie. Nein, wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. 585 Punkte noch durch mein gutes Aussehen. Es hat trotzdem noch für Platz 2 gereicht. Es ist ja nicht mein gutes, also mein Ingame-Aussehen, natürlich. Immerhin 15 Erfahrungspunkte, auch nochmal 100 Münzen und ein Holz haben wir noch bekommen. Ich würde ganz gerne nochmal Gems gewinnen, das wäre mega cool. Das wäre mal cool. Ja, hier können wir gerade, glaube ich, nur, ja, das ist nur die Information dafür. Ja gut, ja, dann reiten wir jetzt noch ein letztes Turnier für diese Folge und dann ist die Energie auch ziemlich aufgebraucht. Ich glaube, ich werde jetzt dann gleich nicht noch irgendwie sowas machen wie Wasser fördern oder sowas, weil dann ist die Energie ein bisschen ja, schneller wieder aufgefrischt. Dann kann ich vielleicht heute sogar noch eine zweite Folge aufnehmen, die Mittwochsfolge. Das wäre ganz geil, wenn ich das noch schaffen würde. Die braunen Pferde, die sind so traumhaft schön, die so ein bisschen dunkler braun sind, wie hier Sweetie. Finde ich ganz, ganz toll. Ganz, ganz, ganz toll. Ich bin mal gespannt, wann noch weitere Pferdefarben reinkommen werden. So. Ich bin generell sehr gespannt, was das Spiel für einen Verlauf nehmen wird. Weil für mich persönlich hat es echt Potenzial. Oh, wir sind bis jetzt fehlerfrei. Und das, obwohl es gerade leckt. Leckt es bei euch auch? Seht ihr das? Fehlerfreie Runde, oh mein Gott, wir sind mit 8 Energie und einem perfekten Durchlauf ins Ziel gekommen. 745 Punkte. Das ist über 100 Punkte besser als der zweite. Das war eine krasse, das war ein krasser Durchgang, Shadow, mega. Und diesmal kriegen wir nur 2 Sachen, ich glaub's nicht. Wir kriegen nur die Erfahrung und die 100 Münzen, sonst gar nichts. Aber wir haben fast 3.500 Münzen. Und wir haben es nicht mehr weit bis Level 7. Das ist cool. Mit dem ganzen Geld könnten wir eigentlich mal gucken, was wir hier eventuell noch so an Klamotten haben. Hier haben wir aber gerade gar nichts. Ja, Hose wäre ich dumm, wenn ich das austausche. Genauso die Stiefel. Ja, und Helm habe ich ja schon den besseren. Nee, das bringt momentan tatsächlich überhaupt nichts.
Hier können wir nur einen Namen ändern, ne? Wir können hier nicht das Aussehen ändern, genau. Ich wollte mal ganz kurz noch was gucken, weil ich ja auch, ja, wo ich die Haare und sowas ändern kann, das habe ich ja schon gesehen. Aber ich glaube ja, die Augenfarbe kann ich scheinbar nicht ändern. Ja, mit Level 7 könnten wir uns die erste andere Frisur machen. Okay, ich bin gespannt, wie teuer das dann wird. Lassen wir uns mal überraschen. Wir können noch fix gucken hier. Dass wir ernten. Oh. Upgrade now. Wie lange dauert das denn? 30 Minuten. Okay, nee, dann würde ich ganz gerne erstmal noch was verkaufen, dass wir das Gras und die Möhrchen lagern können. Zumindest die Möhrchen würde ich dann ganz gern schon mal lagern, dass ich mir was zu essen machen kann. Guck mal, wir verkaufen mal ein Holz. Bringt 220 Münzen auch. Obwohl, Holz kriege ich eigentlich relativ oft. Verkaufen wir mal noch eins davon. Und dann hoffe ich mal, dass ich genug... Dann kann ich es ja jetzt auch upgraden. Wie gesagt, dauert halt, aber bis zur nächsten Aufnahme habe ich das dann definitiv soweit. So, Möhrchen. Warte mal, da machen wir auch nochmal Gras hin. So, zack. Und dann können wir uns ja jetzt vielleicht noch eben was zu essen machen. So, zwei Möhrchen brauchen wir und drei haben wir. So, hier, Essen fassen. Hat geschmeckt. Ach süß, guck mal, wir haben jetzt eine Energie und wir haben 5 Erfahrungspunkte dazu bekommen. Und ich scheine irgendwie richtig geile Musik zu hören. So, und dann könnte ich ja wieder trainieren, ne? Ist das jetzt auch richtig, wenn ich das mache? Practice Riding. Jump. Bringen wir dann höher? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wenn ich hier im Training bin, da kann ich wahrscheinlich nichts anderes machen. Ne? Dann werde ich wahrscheinlich wirklich auch nur abwarten müssen, bis ich fertig bin mit Training. Ja gut, also ich schicke hier auf jeden Fall meinen Charakter mal wieder aufs Pferd drauf. Und ich werde jetzt mal lieber im Hintergrund noch BlueStacks offen lassen. damit auch bloß die Aufgabe abgeschlossen wird. Aber von euch verabschiede ich mich für heute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu einer weiteren Folge Horse Riding Tales. Und dann gibt es einiges Neues zu entdecken, weil ja doch einige Gebäude fertig werden bis zur nächsten Folge. Dann macht's gut. Tschüss.